Man fühlt sich irgendwie beschützt durch eine Stabilität, die das Buch so einfach so von der Papierqualität her hat. Und man sieht natürlich den Fluss der Bilder als einen Fluss, der irgendwie in sich eine schlüssige Linie verfolgt. Aber eben in diesem oberen Drittel des Seitenlayouts finden sich eben diese ganzen Subtexte, Inspirationen, Ideenfragmente, die über die vielen Jahre, die der Film eigentlich im Entstehen war, eigentlich erst dazu geführt haben, dass es diese Art von Film wurde, der eben auch so ein bisschen wie so ein Planet im Asteroidenhagel sich benimmt.